Hallihallo, und da bin ich jetzt wieder mit dem Minecraft-Let's-Show, was schon lange auf sich warten ließ. Aber eine kleine Information vorab, leider sind die alten Maps weg. Ja, sie sind weg. Ich musste nämlich an meinem Rechner Windows neu installieren. Ich schalte ihn ein, auf einmal ist der Bootmanager weg, auch nicht schlecht. Und ja, da hatte ich keine Zeit vorher Minecraft zu sichern und jetzt halt sind die ganzen Maps weg. Aber ich hatte Glück in Unglück. Ich hatte nämlich noch eine ganz alte Alpha-Version auf einem meiner USB-Sticks herumliegen. Und da habe ich dann gemerkt, dass noch eine ganz alte Map von meiner allerersten Welt, die ich euch ganz am Anfang des Let's Shows gezeigt habe, da bei mir das Haus abgefackelt ist, davon hatte ich noch die Welt. Ja, und da habe ich dann hier die Hauptwelt. Ist auch schon wieder 45 MB knapp groß. Und da habe ich mir gedacht, na, ist doch besser so. Die alte Welt hat mir eh ein bisschen besser gefallen als die neue. Spiele ich doch einfach mit der weiter. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Die hatte vorher schon irgendwas mit 30 MB, weil ich mich da auch mal verlaufen habe. Ja. Ach, und die Nachricht, die ihr da oben links seht, das liegt daran, weil ich einfach einen anderen Launcher benutze. Keine Panik, ist nichts großartig Illegales dabei. Ich benutze einfach nur einen anderen Launcher. Und da taucht halt immer wieder diese Nachricht auf. So, dann gehen wir dann auch gleich. Ne, Moment, ich zeige euch erstmal die ganzen anderen Welten, die ich habe. Einmal noch die Unterwelt. Das ist die neue Version von der Unterwelt der alten. Was für ein Deutsch. Von der alten Unterwelt bei den alten Maps, die ich noch hatte. Und zwar will ich die jetzt einfach mal wieder neu aufbauen, weil die hatte ich nämlich auch eigentlich vor, euch noch zu zeigen. Und das ist einfach nur so eine Map, die ich mal aus Langeweile, weil ich nicht schlafen konnte, wie man die Uhrzeit hier sieht, erstellt habe. Unterwelt, die alte war eh ein bisschen verbuggt. Die habe ich nämlich in der Beta 1.2 erstellt und da hatte Minecraft sowieso ein paar Macken. Aber jetzt möchte ich euch gerne die Hauptwelt zeigen. Das ist nicht genau original wie damals, als wir das Haus abgefackelt ist. Ich habe da schon ein bisschen dran weitergebaut. Und hier ist sie. Auch wieder schön mit Lavabrunnen. Hier so ein Weg. Wie ihr seht, sieht das Haus so ähnlich aus wie das, was ich vorher hatte. Sogar hier mit dem Minenanbau links. Rechts meine ich. Also von mir aus rechts gesehen. So rum natürlich links. Und da an der Seite noch ein Haus. Und hier dem Hafen, was weniger ein Hafen, sondern eher nur ein Steg ist. Mit einer Werkbank. Ein Boot. Und ja, das ist jetzt mein kleines Domizil in der anderen Welt. Entschuldigung. Ja, ich habe das hier auch wieder schön mit Wassergräben und hier in der kleinen Kaktus- und Bambusfarm. Die habe ich mal hier jetzt in einem gepackt. Hier in der unendlichen Wasserquelle, auch wenn da gleich unendlich viel Wasser eigentlich zur Verfügung steht. Aber die paar Meter bin ich manchmal einfach zu voll zum Laufen. Oder auch hier habe ich vielleicht noch was vor, dass ich mir dann hier so einen schönen, ja, so einen schönen Pool dann hier hinsetze, schön mit hartem Cobblestone, damit man sich auch ja die Birne kaputt haut. Ja, da sage ich jetzt noch mal kurz von vorne hier, da oben wieder mit einer Penthouse-Wohnung, hier mit einem großen Balkon, hier auch mit einem, da wieder an der Seite mit einem Turm. Ich weiß nicht, ob ich da wie in der anderen Welt auch wieder so einen Aussichtsturm oben drauf machen will. Aber mal gucken. Auch wieder schön mit Wasserfällen, allem drum und dran. Hier hatte ich übrigens mal vor, sowas wie eine Farm zu machen. Das würde ich vielleicht später wieder machen. Und natürlich auch mit meiner Schmelzhütte da hinten. Nur hier ist der Eingang ein bisschen höher gelegen. Ja, schön mit dem Bett. Durchgang zur Schmelzhütte. Ist eigentlich so ähnlich aufgebaut wie die andere Welt. Beziehungsweise, das ist eigentlich die Originalwelt von damals. Die andere habe ich nach der hier aufgebaut. Weil mir ja da... Oh, was machen die Kiste da? Ach, hier ist noch Werkzeug drin. Einen Moment bitte. So, da bin ich jetzt wieder. Wo war ich jetzt? Ach so, ja, hier in der Kiste war nur Werkzeug drin. Hier war ich nicht so großartig weit mit dem Einrichten wie in der anderen Welt. Hier der Balkon ist auch ein kleines bisschen kleiner, aber trotzdem eine schöne Aussicht. Und wie ihr seht, habe ich hier ein ähnliches Terrain wie in der anderen Welt.
da oben sogar mit improvisierten Leuchtturm, den ich wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern werde, so mit, wie heißt das nochmal, Nefan Rack und einem Feuerzeug. Und ja, gehen wir mal weiter, noch eine Etage tiefer, oder gehe ich erst nach oben? Aber ich gehe erst nach oben. Hier ist der Durchgang zu noch diesem noch sehr kleinen Gebäude, das noch ein bisschen hakt. Und hier ist auch ein bisschen anders als bei der anderen Welt. Bei der einen anderen Welt war nämlich die Brücke hier in der Ebene. Und hier ist die Brücke eine Etage höher, also auf gleicher Ebene wie die Brücke zu dem Haus. Die habe ich auch noch vor, mit Fackeln an den Seiten auszuleuchten. Aber hier werde ich später hingehen. Erstmal geht es nach oben in die Penthouse-Wohnung. Die ist ein kleines bisschen kleiner von der Fläche her als die alte. Ja, hier ist nochmal so ein schöner Balkon oder Terrasse. Nein, Balkon. Balkon, so. Ein sehr langgezogener Balkon, muss ich sagen. Auch mit schönem Wasserfall wieder hier an der Seite. Und wenn man hier mal guckt, dieser Cobblestone-Kreis, das ist in der Mitte die Wasserquelle von den Wasserfällen. So, hier ist die Penthouse-Wohnung. Auch noch nicht ganz fertig. Ich habe hier gerade mal ein Bücherregal. Und ist auch wesentlich weniger Fläche. Und hier, wie ihr seht, ist ein Loch in der Decke. Das ist mit Absicht so. Weil ich nämlich einen Wasserfall da drin haben wollte. Und so komme ich auch noch schön aufs Dach. Eventuell mache ich hier oben noch so einen kleinen Aussichtspunkt hin. Weiß noch nicht so genau. Jetzt geht das ja übrigens richtig mit dem Zäunestapel, nicht so mit einem Trick, wie man das vorher machen musste. Ja, dann geht es ja wieder runter. Und wenn man jetzt hier unten ist, ist man da, wo die Wasserquelle ist. Jetzt nur wieder hochkommen, ist aber nicht so schwer. Ach, und übrigens, dieser Leiternschacht hier, der geht bis ganz nach unten. Bis zum Bedrock. Also quasi vom höchsten Punkt bis jetzt, bis zum Bedrock, zum tiefsten Punkt. Beziehungsweise der tiefste ist es ja nicht wirklich. Es geht ja noch 5 Schichten, war das, glaube ich, weiter. Weil ich grab nämlich immer nur bis nach ganz unten, wenn der Bedrock auftaucht. Und ja, hier ist jetzt die Kelleretage, sage ich mal. Hier ist die Werkbank. Ich könnte auch mal wieder mein Inventar aufräumen. Naja. Und hier ist jetzt der große Lagerraum. Entschuldigung. Der geht übrigens mehrere Stockwerke nach unten, wobei die untersten Stockwerke noch nicht ganz fertig sind. Das ist schon fertig, aber das hier noch nicht so wirklich. Da muss ich noch eine Schicht oder zwei, nein, zwei muss ich noch abtragen, weil das nämlich 4 Felder hoch sein sollte, damit auch 2 Kisten immer übereinander passen. Und mal gucken, wie tief ich das ziehe. Vielleicht mache ich das über 5, 6, 7, 8, 9, 100 Etagen. Nein, 100 Etagen ist übertrieben. Aber hier sind dann jetzt die ganzen Kisten, noch sind es wenige, aber das ist auch ein bisschen mehr Raum als bei meiner alten Welt im Lagerraum. Und da hatte ich schon immensen Platzmangel, da habe ich schon an Erweiterung des Lagerraums überlegt. Da habe ich mir gedacht, mach sie hier gleich von vornherein ein paar mehr Etagen rein. Aber noch habe ich hier genügend Platz. Wie wir sehen, die Kisten sind auch jetzt schon recht voll. Ja, die ist noch sehr klein, weil ich da noch nicht sehr viel von habe. Und hier geht es übrigens auch nach draußen mit den neuen Klappen. Die sind noch nicht automatisiert, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil wenn ich nämlich hier vorne eine Platte hinsetze, da gehen nur die beiden auf oder nur die beiden. Muss ich dann irgendwie noch gucken. So. Geht's dann mal weiter. Einmal bis ganz nach unten. Das ist übrigens die erste Höhle, die ich damals gefunden habe, wo ich mich da in die Richtung weitergraben habe. Beziehungsweise ich habe hier eine Gravierschicht abgetragen. Und hier ab und zu auch mal. Oh, da ist noch Kohle. Ja,
Ja, und ich möchte euch hier auch jetzt nicht die ganze Höhle, oh, das ist noch Eisen, ganze Höhle zeigen. Hier, da muss man jetzt übrigens vorsichtig sein. Am besten habe ich noch vor, irgendwie hier noch eine Steinschicht runterzuziehen, weil hinterher baue ich da oben Sand ab und dann kracht der ganze Sand hier runter. Auch nicht so schön. Oh, hier ist noch gar nicht richtig ausgeleuchtet. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal eben schnell während des Let's Shows mache. Entschuldigung. Ich habe aber keine Lust, dass hier was spawnt. Und wem auffällt, dass ich gerade besonders viel Entschuldigung sage, das kommt, weil ich manchmal aufstoßen muss. Ich habe wohl gerade ein bisschen zu viel Kohlensäure in mich reingekippt. Ja, ich möchte euch auch jetzt hier nicht die ganzen Höhlensysteme zeigen. Das ist übrigens eine Höhle, die verbindet hinten mit dem zweiten Haus. Mit dem Minengebäude Nummer 2, Nummer 1, keine Ahnung, muss noch gucken. Mit einer sehr merkwürdigen Leiternkonstruktion, nämlich auf Sand gesetzt. Das war nämlich übrigens mal ebenerdiger Sandboden. Ich wusste nicht, dass da drunter eine Höhle ist und habe dann hier mal was abgebaut und auf einmal kracht der ganze Sand runter. Oh, es wird dunkel. Sehen wir mal, schön ausgeleuchtet, Lavabrunnen. Ja, so sieht man den improvisierten Leuchtturm da oben auch schön. Dann geht es dann hier nochmal nach oben. Schmelzöfen, Kisten, Werkbank und eine Minenschacht natürlich. Aber jetzt geht es mal wieder rüber zum Hauptgebäude. Die Höhlen werde ich vielleicht mal später zeigen. Ich renne jetzt hier einfach nochmal durch. Jetzt ist eher das Hauptgebäude interessant, sage ich mal so. Hier habe ich mich auch mal reingegraben. Aus irgendeinem bestimmten Grund, ich weiß noch nicht mehr welchen. So, geht's mal noch eine Etage tiefer. Wir sehen da unten schon den Bedrock. Ein Höllenportal. Ah, da gehe ich noch nicht rein. Erst später. Wenn die Höllenbasis fertig ist. Hier bin ich auch schön in der Höhle rausgekommen. Hier habe ich übrigens sehr, sehr viele Ressourcen gefunden. Besonders Redstone. Und Eisen, was ich aber leider schon wieder verballert habe. So. Das ist jetzt auch ein neuer Abschnitt, den ich hier gemacht habe. In der alten Map war ich nämlich noch gar nicht so tief. Das ist der allererste tiefe Minenschacht, den ich hier mal gegraben habe. Der geht auch bis hier. Das ist übrigens die Schicht Nummer 5, wo Bedrock anfängt. Also Bedrock geht dann quasi von Schicht 0 oder 1, eins von beiden, bis 5. So 5, 6 Schichten. Ich weiß jetzt nicht mehr, fängt die Schicht mit 0 oder mit 1 an. Egal. Und das hier ist übrigens eine sogenannte Diamantenmine. Das ist ein Trick, wie man Diamanten finden kann. Da kann ich mal kurz was zu erklären. Erstens, man gräbt sich runter, bis Bedrock auftaucht, bis Schicht 5. Und dann gräbt man sich wieder hoch bis Schicht 16, weil da nämlich die meisten Diamanten auftauchen. Und dann gräbt man sich einfach links und rechts jeweils ein 1x2 Tunnel, geht zwei Blöcke weiter, gräbt wieder ein 1x2 Tunnel, geht wieder zwei Blöcke weiter und so weiter und so fort. Und da gräbt man sich einfach geradeaus durch, bis man auf Diamanten oder andere Ressourcen stößt. Was für ein Deutsch. Das mit den zwei Blöcken ist in dem Fall wichtig, weil so sieht man nämlich wirklich alle Blöcke drumherum in diesem Bereich, außer natürlich jetzt hier diese Zwischenblöcke. Aber das ist nicht so wild. So kann man es auch schaffen, locker in einer halben Stunde, wenn man sich richtig anstrengt und auch richtiges Werkzeug mitnimmt, so 20 Diamanten zu finden. So, das war jetzt schon der Hauptschacht hier. Jetzt geht man wieder nach oben. Ja, das Haus war damals noch nicht so weit, als ich es abgefackelt habe durch meine kleine Lava-Aktion. Aber ich wollte ja damals unbedingt meine Lavavorräte drei Felder neben den Haus hinsetzen, was auch wie hier so schön aus Holz konstruiert ist. Ja, das hier ist übrigens auch noch so ein kleiner Schacht, den ich mir damals aus Langeweile, was heißt Langeweile, ich hatte damals noch keine Ahnung von dem Spiel, gemacht habe. Das ist übrigens der allererste Raum, den ich jemals hier in Minecraft gebaut habe. Oder?
Ah ne, davor hatte ich noch eine kleine Fail-Welt, so wie ich es immer nenne. Und da wusste ich noch gar nicht, wie man sich die Werkzeuge hier fertig macht. Ich wusste zwar, man kann die aus Stein und Eisen und sowas machen. Ich wusste aber damals noch nicht, wie man Stein abbauen kann. Ich wusste noch nicht, dass das auch mit Holzwerkzeugen ging. Habe ich mir dann hier so einen Stock genommen und mich dann die ganze Zeit hier immer durchgebuddelt. Selbst durch Stein. Und da ist dann hinterher so ein netter Schacht raus entstanden. Und ich habe auch keine Kohle gefunden, gar nichts. Ich bin dann hier immer im Dunkeln durchgerannt. Ach, das ist übrigens der... Oh, hier muss ich noch die Leitern fertig machen. Zu der Schmelzhütte. Und hier geht übrigens der eine Schacht von gerade runter. Und da ist noch Eisen, sehe ich. Und da stürze ich mich jetzt nicht runter. Hier ist auch so eine kleine Bahnverbindung zwischen den einzelnen Gebäuden. Ah, ich bin im Lager. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Da wollte ich mich auch noch ein bisschen weiter graben. Da geht es auch zum Lager hin. Und jetzt bin ich hier in dem Minengebäude. Nummer 1 oder 2. Mal gucken, wie ich sie noch benenne. Aber gehe ich mal wieder zurück zu meinem eigentlichen... zu dem Tunnel. Und ich renne die ganze Zeit mit dem Stock in der Hand. Lieber mit dem fetten Schwert. Grafikfehler. Ups, falsche Taste. So. Ach, und hier habe ich übrigens einen Dungeon gefunden. Ein Zombie-Spawner. Da werde ich auch noch einiges Schönes mit anfangen. Vielleicht eine schöne Monsterfalle. Aber was ich auf jeden... Ups. Was ich auf jeden Fall wieder vorhabe, das ist ein Spawning Ground zu bauen. Einige von euch wollten ja unbedingt, dass ich den von innen zeige, aber ich weiß gar nicht, was daran so interessant sein soll. Das ist ein großer, leerer Raum mit Wassergräben. Mehr nicht. Ja, ich hätte ja höchstens mal eine Fackel hinsetzen können. Ja, so sieht das jetzt aus. Fackel wieder wegreißen und so sieht der ganze Raum aus. Hier ist dann auch mal so ein kleines Nebengebäude. Weil ich habe mich nämlich einfach mal weitergegraben, bis ich hier irgendwann wieder ans Tageslicht gekommen bin. Das ist übrigens ein 2x2 Minenschacht. Sehr eng, muss ich sagen. Da mache ich lieber 3x3. Keine Angst, ich habe auf Peaceful gestellt, extra für Sledge Show, damit mich hierbei nichts stört. Hier werde ich dann wahrscheinlich Sekundärgebäude rausmachen. Beziehungsweise, für einen Außenposten ist das ein bisschen zu nah. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Außenposten im alten, in der alten Let's Show Staffel, sage ich jetzt einfach mal, okay, das ist jetzt Staffel 2, ist jetzt fest definiert, Punkt, fertig, aus. In der ersten Staffel die Außenposten gezeigt habe, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall will ich hier auch noch solche Außenposten machen. Oh, verdammt. Ja, hier muss ich mir auch noch was überlegen mit der Leiter. Außenposten zu machen. Toll, Faden verloren. Egal. Ja, was gibt's jetzt hier noch großartig zu zeigen, abgesehen von den Minengebäuden, welche auch eigentlich gar nicht so prickelt sind. Und da, wo ich übrigens gerade rausgekommen bin, da hatte ich nämlich ursprünglich mal in der ersten Welt hier, die damals noch in der Alpha war, noch da hinten am Ende des Bergs ein Gebäude. Und da habe ich dann da einen Tunnel, das war übrigens so, wie ich das Haus hier auf einmal brennend vorgefunden habe. Hier habe ich mich nach hinten durchgegraben, bin da hinten am Berg wieder rausgekommen, bin dann in der Höhle gelandet, ja, Entschuldigung, und bin dann, habe mich da durchgegraben, bin da wieder rausgekommen und habe dann hier schön das Haus lichterloh brennend gesehen. Tja, oh, die Sonne geht schon wieder auf. So, das ist die oberste Etage, ist auch gleich fast bündig hier mit dem Boden. Und wer sich fragt, was diese beiden Fackeln hier zu bedeuten haben, das ist meine Obsidian-Farm, sag ich mal, wo ich künstlich Obsidian erstelle. Ich packe da Lava rein und kipp Wasser drüber. Fertig. Ich habe das mal andersrum versucht, da kam nur Cobblestone raus. Also hier Wasser reingetan und dann die Lava so drüber gekippt, da kam Cobblestone raus. Genauso wie wenn Wasser über fließende Lava fließt, kommt auch nur Cobblestone raus. Das ist so ein kleines Gebäude. Oh, hier muss ich auch noch die Leitern machen. Da geht es da runter in die Tunnel, die ich hier in den Berg gegraben habe. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie nach oben rausgegraben. Und da waren überall Zombies. Und da habe ich mir da hier schnell diese Hütte gebaut, dass ich da sicher war. Und ja, ich gehe mal eben kurz zu der Stelle, wo die andere Basis war.
Das war hier. Hier bin ich ja übrigens mal wieder hingegangen. Sehen hier gleich Kohle und Eisen. Das wäre hier so ein schöner Platz dafür. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Was jetzt nur leider blöd ist, das werden wahrscheinlich einige sagen, was ist jetzt mit der Ishimura? Wirst du eine neue bauen? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch was anderes machen. Ich hätte es wirklich durchgezogen. Ich habe übrigens mal so Off-Cam an der Ishimura weitergebaut. Ups. Uppala. Weitergebaut. Und ich hatte schon das hintere Antriebssegment komplett fertig. Wirklich komplett. Es war auch total begehbar. Total begehbar. Komplett begehbar. So. Ach, Sprachfehler. So. Ja, ob ich eine neue baue, weiß ich nicht. Ist sehr aufwendig, aber das sind solche Megabauprojekte immer. Ja, das hier ist so der Minenschacht. Hier ist sogar noch total viel Kohle. Ja, die Leitern muss ich hier noch überall machen. Weil damals in der Alpha ging das ja noch so, dass man zwischen den Leitern immer ein Feld Platz lassen musste. Das ging, glaube ich, bis in der frühen Beta noch. Und warum hier Ziegelsteine sind, das weiß ich selber nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich die irgendwie gesetzt habe oder so. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann hier auch so eine Mine gehabt. Habe mich dann, glaube ich, hier irgendwo dann da durchgenagt. Nein, ich will nicht auf die Leiter. Das ist übrigens das Holzhäuschen, was oben steht. Aber ich habe hier noch einiges zu tun, damit das wieder eine richtig schöne Welt wird. Tja. Was gibt es jetzt noch eigentlich zu zeigen? In dem anderen Haus war ich jetzt eigentlich schon. Ja, hier die Wege, die ich mir schön angelegt habe. Den Hafen hier. Lavabrunnen, der übrigens etwas kleiner ist als der alte. Oh, jetzt eigentlich das Häuschen nur noch. Obwohl, da war ich ja eigentlich auch schon. Egal. Hier mal kurz in den Schacht rein. Wie ihr seht, ist da hinten schon neblig. Das heißt, der geht ein bisschen tiefer rein. 3x2, ein bisschen breiter als der andere Tunnel, den ich da im Haupthäuschen gebaut habe. Gegraben habe. Keine Ahnung, wo ich damit lande. Ich weiß nur, hier ist auf jeden Fall der Berg schon wieder zu Ende. Weil das erkennt man nämlich daran, weil hier Gras wächst. Das heißt, einer von den Blöcken muss auch Gras haben. Und weil hier durch die Fackel Licht drauf kommt, wächst das Gras quasi in den Berg rein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche von den Erdklötzen da wegkloppe, dann könnte es passieren, dass ich dann auf einmal draußen bin. Ja. Aber hier war sehr viel Gravel und ist auch immer noch. Und weiter bin ich noch nicht mit dem Schacht. Geht noch nicht weiter. Aber wahrscheinlich wird das wieder einer von den Schächten sein, wo ich mich einfach geradeaus durchbuddel, so wie ich meinen ersten Außenposten hatte. Einen Moment bitte. So, da bin ich jetzt wieder. Ja, ich hasse diese ständigen Unterbrechungen. Naja, was kann man dagegen machen? Wo war ich jetzt gerade? Ach, hier habe ich auch noch mal vor, so einen Schacht zu graben. Das mache ich öfters mal zwischendurch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das eigentlich hier mit den Höhlensystemen aussieht, wie weit ich da jetzt eigentlich bin. Wisst ihr was? Die konnte ich zum Glück noch retten. Die hatte ich nämlich noch in der alten Version. Singleplayer Hauptwelt. Mal gucken. Oh, sieht ja noch nicht sehr spektakulär aus. Und hier dieser Wassergraben. Irgendwas hatte ich damit mal vor. Ich weiß nur nicht mehr was. Schon etwas länger her. Ja, wie wir sehen, sind die Höhlensysteme noch nicht sehr spektakulär da unten. Kannst Lager sehen, wie es sich langsam nach unten frisst. Und ich sehe gerade, wenn ich so weitermache, schließe ich an eine Höhle an. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen was dran machen. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel davon verraten. Ich habe das jetzt selber zum ersten Mal erst gesehen. Gucken wir uns das Haus mal in der Textur an. Ja, schön cartoonmäßig. Und das liegt daran, weil das Texturenpack schon ein bisschen älter ist und so Texturen wie hier zum Beispiel die Türen sind da noch gar nicht drin und dann wird da einfach irgendeine Textur draufgepackt. In dem Fall Redstone-Kabel.
Ja, ich habe jetzt eigentlich schon jetzt zum größten Teil gezeigt, was ich hier jetzt Schönes gebastelt habe. Und ich mache es wie in der ersten Let's Show Staffel. Ich beende sie jetzt wieder oben im Penthouse. Was ich auf jeden Fall hier noch machen werde, ich werde hier ein paar dekorative Mittel hinsetzen. Und eventuell auch noch ein bisschen höher machen, das Gebäude. Ja, hier muss noch irgendwas hin. Was ich mir auf jeden Fall noch baue, ist eine Bibliothek. Ich freue mich schon darauf, wenn irgendwann mal, das wurde nämlich schon mehrmals angekündigt, dass hier die Bücher in Bücherregalen dann beschreibbar sind. Das heißt, man kann sich dann Bücher erstellen, die beschreiben und dann da reinsetzen und dann auch wieder hinterher lesen und, glaube ich, bearbeiten. So, ich hoffe mal, in welche Richtung gucke ich jetzt? Ah, ich gucke mal in Richtung Meer. Naja, Meer ist es nicht wirklich, eher ein etwas größerer See. Wie man hier auf den Karten erkennen kann. Vielleicht, wenn ich das eine Stückchen da, na, ich kann jetzt leider nicht drauf zeigen, wegmache, dann schließt das dann den noch etwas größeren See an, aber ja, ich bin jetzt. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, ich bin schon über Zeit drüber, glaube ich. Ich hoffe, das Let's Show der neuen alten Welt hat euch gefallen. Hiermit hat dann jetzt offiziell die zweite Staffel, ungewollt, die zweite Staffel des Minecraft Let's Shows angefangen. Die anderen Welten, die ich habe, werde ich euch auch noch zeigen, wenn die nicht schon wieder verloren gehen. Schreibt Kommentare, wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt oder mir Vorschläge geben wollt, was ich noch bauen soll. Damit aber bitte, in Grenzen halten. Ich kann hier nicht alles hinsetzen. Und so ein Megabauprojekt, so wie die Ishimura aus der alten Welt, muss ich mal gucken, ob ich sowas überhaupt noch mache. Es juckt mich zwar, dass ich dann hinter so ein fettes Teil dann da rumschweben habe, aber sehr viel Arbeit, muss man sagen. So, und jetzt muss ich endlich mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Show Minecraft oder in anderen Let's Play Parts. Ich bin Lord Devil und ich melde mich ab.